meine lieben Whisky-Freunde, ich bin's wieder, euer Tomek von Whisky Gold, und heute habe ich euch einen Lagavulin 16 Jahre mitgebracht. Einen Klassiker von der Insel Islay. Lagavulin liegt hier, genau an der Küste zwischen Ardbeg und Lanfranc. So, dieser hier gehört zu der Classic Malts Collection. Da fällt unter anderem Dolvini, Craigmore, Oban, Talisker, Glenkinchy. Ich glaube, ich habe sie jetzt alle, sechs Stück gibt es da. Und das hier ist der beliebteste und meistverkaufte aus dieser Serie. Ja, 1816 gegründet, gehört dem Diageo-Konzern. Da fallen mitunter 27 Single-Malt-Brennereien, die die in ihrem Besitz haben. Dieser hier ist gefärbt, kühlgefiltert und abgefüllt mit 43 Volumenprozenten. Zu haben, glaube ich, noch unter 50 Euro. Pendelt immer so. Ich glaube, im Sonderangebot gibt es immer für 40 oder etwas über 40. Ja, Lagavulin hat nicht viele Abfüllungen. Es gibt seit ein paar Jahren den 12er in Fassstärke, den 16er. Dann gibt es hier die Distillers Edition. Da kommt jedes Jahr eine neue Auflage raus, immer heiß begehrt. Da gab es einmal den 18-jährigen in der Distillers Edition. Da habe ich ein Video für euch gedreht. Den Link blende ich euch mal ein. Ja, was gibt es zu dem noch zu sagen? Es ist auf jeden Fall ein sehr rauchiger Whisky. Das Malz wird bei Lagavulin mit sehr hohem Torfgehalt gedarrt. Das heißt, es ist kein Einsteiger-Whisky. Ne? Also, das ist schon eine richtige Bombe. Und das Malz beziehen sie von Port Ellen. So, dann wollen wir mal gucken, was hier drauf steht. Farbstoff, Zucker, Couleur. Ich glaube, die haben jetzt gerade einen 21-Jährigen auf den Markt gebracht. Ich glaube, die feiern jetzt 200. Jubiläum. Hier steht nicht sonderlich viel drauf. Gegründet von John Johnston und füllen ca. 2,3 Millionen Liter im Jahr ab an purem Sprit. Schon eine ordentliche Menge. Ja, Aromen sehr stechend in der Nase, verleiht in Islay dem Whisky den richtigen Charakter, typischen Islay-Charakter. Rauchig, tief dunkel in der Nase, Raucharomen, intensiv und lang. Genau, hier steht es nochmal, Glenkinchy, Dolvini, Craigmore, Talisker und Oban. Das sind die Classic Malt Whiskys. Das Besondere ist jetzt auch an dem hier, dass der so einen besonderen Brennereicharakter bekommt, dass die Brennblasen nicht so lang nach oben gehen, so einen langen Hals haben, sondern so zwiebelförmig sind bei Lagavulin. Ja, jetzt sagen viele, dadurch steigen viele Fuselöle mit nach oben in den Arm und kommen damit. Das macht aber Lagavulin aus und das macht diesen Brennereicharakter bei ihm aus, ja? Dass er sich so ein bisschen abhebt von den anderen. Ja, da kommt alles mit, was die Hefe hergibt. Ich würde sagen, jetzt probieren wir mal langsam. Ich öffne mal die Flasche, wurde schon lange nicht mehr von mir getrunken. Ich freue mich auch besonders drauf. Ja, ich glaube, es ist schon 3-4 Jahre her, dass ich den mal probiert habe. Das Schöne bei Lagavulin ist auch, die machen nicht viel Tamtam, ja, so wie andere Destillen von der Insel. Ich nenne jetzt mal keinen Namen. So, und schön zu sehen hier bei Lagavulin, darunter bewendet sich noch die Banderole. Ja. Sowas sollte man eigentlich immer einführen bei Sammler-Whiskys, finde ich, damit die Flaschen nicht gefälscht werden. So. So, Reifen, ups, hier ist ja noch was. Reifen durfte dieser in Ex-Bourbon-Fässern aus amerikanischer Eiche und in europäischen Sherry-Fässern. Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht. Wenn, dann korrigiert mich bitte. Ja, ein ganz extremer Rauchgehalt.
Also nicht zu viel, es ist noch mittags, ich habe noch nicht gegessen. Ich wollte noch einen für euch verkosten, nicht, dass ich hier gleich anfange zu singen beim nächsten Video. So, dann wollen wir mal. Ja, ganz dominant. Ganz dominanter Rauch. Es kommt eine Würzigkeit durch die Nase. Sehr voll. Aber viel runder als jetzt zum Beispiel ein Artback 10er oder Laphroaig 10er. Ja, es ist nicht so krass, nicht so stechend wie bei den beiden. Hier ist noch so ein bisschen, es rundet ihn ein bisschen ab, das Sherryfass. Ja, der ist deutlich runder. Auf jeden Fall sehr intensiv. Also ich könnte Ihnen Einsteigern empfehlen, wenn Sie jetzt sich langsam an den Rauch rangetastet haben und jetzt ein bisschen intensive Rauchmalls haben wollen, dann ist der ideal. Also ein Artback 10 oder ein Laphroaig erst später. Lieber zuerst den hier. Aber wirklich erstmal vorsichtig rantasten. Highland Park 12er tut es da auch. So, probieren wir mal. Oh. Kräftig, voll, scharf. Würzig, ganz viel Rauch. Ich nehme das zurück mit Anfänger-Whiskys oder Einsteiger-Whisky unter den Rauchigen. Nein, kann man machen, aber schon deutlich intensiver auf der Zunge. Oh, das kommt mir durch die Nase alles. Als eine Nase. In der Nase hält er sich tatsächlich doch noch ein bisschen zurück. Auf der Zunge ist er schon extrem. Ja, und dann kommt diese Seetang-Salzigkeit. Man sagt immer, da die Brennerei auch da im Wasser liegt, dieses Salzwasser, dass die Fässer das alles mit aufnehmen und dann den Whisky auch weitergeben. Und ich denke mal, das kriegt der Whisky die Meeresluft deutlich zu spüren. Ja, schön. Sehr intensiv. Der Sherry ist nur hintergründig. Wenn überhaupt, muss man sich aber wirklich stark darauf fixieren. Ja. Das Besondere ist auch bei Lagavulin, die füllen sehr viel für die Blendindustrie ab. Da gibt es den White Horse Blend Whisky. Das ist, glaube ich, mit der bekannteste. Dafür produzieren die ganz viel. So, eine noch. Hm? Schöner Malt. Gefällt mir richtig gut unter den Rauchigen. Wird zur nächsten Verkostung angeboten. Ja, das war's von mir. Daumen hoch und ich sehe euch beim nächsten Mal. Tschüss.